hier sind wir wieder bei unserer Lieblingsbeschäftigung, dem Essen. Ja, und während ich hier esse, nehmen wir euch mit in diesem Video von Merzouga aus über Marrakesch bis nach hierher, nach Essaouira. Und was wir alles erleben und welchen Schaden wir diesmal schon wieder haben, das seht ihr jetzt in unserem Video. Sind wir wieder unterwegs. Wir haben unser Goldstück da gegenüber geparkt und wir sind einfach so froh, dass es wieder läuft. Das waren jetzt so 50 Kilometer bis Merzouga. Und jetzt sind wir in Merzouga, haben in einem kleinen Café hier was ganz Leckeres gefunden. Super leckeren Latte Macchiato, wirklich ganz toll. Frisch gepressten, gekühlten Orangensaft. Und wir haben uns jetzt ein Omelette bestellt und dann lassen wir es uns erstmal gut gehen. Und nach dem Essen werden wir weiterfahren. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen mit den anderen noch einen Abend in Marrakesch verbringen. Deswegen werden wir heute die halbe Strecke bis nach Marrakesch fahren und morgen die andere Hälfte. Es ist schon ein Stück, das sind 700 Kilometer. In einem Rutsch ist uns das zu weit. Ja, und dann haben wir einen Platz ausgesucht. Rose Valley heißt es. Das ist so ein Tal, das sehr schön sein muss. Und da wollen wir heute hinfahren und übernachten. Links und rechts der Straßen kann man immer noch das Wasser von den Überschwemmungen sehen. Wir rollen wieder und wir sind jetzt über Merzouga, über Drissani fahren wir Richtung Rose Valley, Richtung Marrakesch. Und eigentlich sollte das hier alles so ein bisschen wüstig sein, ist es auch, aber wenn man so guckt, ist das alles mit einem grünen Flaum überzogen. Und auch die Palmenhaine, durch die wir gefahren sind, das war alles unglaublich mit Wasser durchzogen. So kennen wir das gar nicht, ne? Es ist wirklich krass, wie grün es ist und auch bestürzend, wie viel Schäden das Wasser angerichtet hat. Also viele Straßen sind weggebrochen, Brücken sind kaputt. Wir machen uns halt schon Gedanken, auch dieses Wasser, was es mit sich bringt. Auf der einen Seite zwar grün und Leben, aber auf der anderen Seite mit Sicherheit auch Gefahren, Krankheiten, Ungeziefer, Tiere und auch für die Häuser. Die meisten Häuser sind ja hier nur aus diesem Lehm gebaut. Ich weiß nicht, was mit denen passiert, wenn das so ein bisschen von unten feucht wird und die Erde sich vielleicht ein bisschen bewegt oder ins Rutschen kommt an den Hängen. Also ich glaube, dass Marokko mit diesem extremen Wasser noch ein bisschen zu tun hat und dass es auch die Landschaft verändert. Ach Leute, Martina war gerade einkaufen, hat Baguette gekauft und eine Kinderschokolade mitgebracht.
Oh, ach, da freue ich mich jetzt drauf. Ich esse jetzt einen Riegel Kinderschokolade. Der Verkäufer hat gelacht, der hat gesagt, das ist auch für große Menschen. Ich sage, genau. Nicht nur für kleine, auch für große. Wir sind von Guasasate aus über die N9 nach Marrakesch unterwegs, fahren jetzt über den Hohen Atlas und die N9 ist relativ gut ausgebaut und wir haben jetzt etwas über 2000 Meter. Und unser MAN schnurrt wie ein Kätzchen über die Berge. Wir sind so selig. Es ist eine total schöne Gegend hier. Marokko ist so vielseitig. Wir sind jetzt von den Palmenhainen über die Felslandschaften bis jetzt hier in die Berge gefahren. Und hier haben die Berge auch eine ganz andere Farbe. Die sind so ein bisschen rot. Wunderschön. Und es gibt andere Früchte. Vorher gab es immer Granatäpfel. Und jetzt gibt es am Straßenrand richtige Äpfel. Also hier scheint so ein bisschen die Äpfelgegend zu sein. Weil immer wieder sind Stände, die richtig schöne rotbackige Äpfel verkaufen. Ich schalte jetzt mal um nach vorne. Also wir sind noch nicht oben auf dem Pass, da ist noch ein bisschen was. Aber schon relativ hoch mit 2000 Metern. Ja, so sieht es hier aus, auch noch relativ grün. Und bald haben wir den Pass erreicht. Und die Straßen, möchte ich betonen, sind tipptopp. Auf dem Pass des Atlasgebirges halten wir an, um uns mit Honig einzudecken. Den Pass von Hohen Atlas hinter uns gelassen und haben jetzt eine sehr, sehr lange Strecke hinunter. Die ersten 500 Meter haben wir schon abgebaut. Wir haben noch ca. 1700 Höhenmeter bis nach unten. Und ich bin so froh, wir haben einen Intada, also eine verschleißfreie Dauerbremse direkt auf der Kurbelwelle sitzen. Ich fahre zwar trotzdem relativ langsam, so zwischen 30 und 40 km/h. Aber zur Bremse zu 99% ausschließlich mit der Motorbremse und mit dem Intada. Und somit kann zumindest nichts heiß werden und die Bremsen können nicht ausglühen. Also ein Intada hat schon was und das ist richtig cool. Guten Morgen aus der Zivilisation. Guten Morgen aus Marrakesch. Wir sind vorgestern Abend hier angekommen. Wir haben den Hohen Atlas überquert, über die einfachere Teerstraßenstrecke, sag ich jetzt mal, da wir erstmal wirklich gucken wollen, ob alles klappt. Aber es klappt alles super. Dann haben wir den Hohen Atlas überquert. War eine schöne Strecke. Wir hatten viel gesehen und sind dann abends hier angekommen. Haben uns dann hier eingerichtet,
gestern, haben dann Wäsche gewaschen, wir hatten gestern Abend das Abschiedsessen mit den anderen in Marrakesch und sind jetzt quasi wieder alleine unterwegs. Ja, und jetzt fahren wir nach Marrakesch rein. Es ist noch recht früh, es ist jetzt 10 Uhr. Wir müssen nach Marrakesch, weil mein Handy hat eine Absplitterung an der Kamera und das möchten wir jetzt reparieren lassen. Ich habe mein Telefon irgendwie geschafft kaputt zu machen, beziehungsweise meine Kamera. Das Glas auf der Kamera ist gebrochen. Ich weiß auch nicht genau, wie es oder wann es passiert ist, vielleicht beim Quadfahren, wir wissen es nicht. Und ich habe es erst am nächsten Tag gemerkt, als ich morgens das Handy sauber machen wollte, habe ich gesehen, oh, ein Glas von diesen drei Kameras auf dem iPhone 15 ist gebrochen. Und da kann ich natürlich keine vernünftigen Aufnahmen mehr machen. Und dann habe ich geguckt in Google hier in Marrakesch, wo der beste Handyman ist. Und wir haben ihn gefunden, den besten Handy-Reparateur in ganz Marrakesch. Ja, und er hat das Ersatzteil da. Und die ganzen Kameras. Genau, er hat die ganzen Kameras da, weil das Problem ist, wenn du es austauschen musst, nur das Glas bringt nichts. Man muss die ganzen Kameras austauschen, weil es eben schon verkratzt ist. Und er hat diese Kameras da und öffnet jetzt mein Telefon und tauscht die Kameras aus. Und ich habe vollstes Vertrauen, dass ich hinterher wieder was sehen kann, beziehungsweise meine Kamera wieder die besten Aufnahmen macht. Ja, und der macht nicht nur die Kameras, sondern der zerlegt auch die, also spezialisiert auf Apple, der zerlegt auch die Apple Computer und wie ihr hier sehen könnt, der geht sogar rein und repariert die Platinen. Also das findet man in Deutschland, glaube ich, nirgendwo. Also somit hoffen wir, dass es für uns auch gut ausgeht. Was wir haben. Ja, die karge Wüstenzeit ist vorbei. Und wer gedacht hat, wir versauern im Sand, der hat sich getäuscht. Wir sind zurück in Marrakesch. Und was gibt es in Marrakesch? Leckeres Essen. Und deswegen haben wir auch ein Sushi-Restaurant wieder gefunden. Köstlich. Nach dem Handy-Reparatur gibt es jetzt was. Erst was fürs Handy und jetzt was für die Seele. Leckerstes Sushi. Und wir freuen uns da wirklich drauf. Weil Tajin ist zwar lecker, aber immer nur Tajin kann es dann ja auch nicht sein. Willkommen in meiner Welt. Also ehrlich gesagt ist es ein Zufall, aber es gibt ja bekanntlich keine Zufälle, also es ist Schicksal. Wir wollten eine Rooftop-Bar lecker brunchen und die ist direkt da oben. Ja, und unterhalb der leckeren Rooftop-Bar ist einer meiner Lieblingsläden auf dieser Welt. Den gibt es nämlich auch in Marrakesch. Der gute Louis, ja, und der Bernhard ist selber schuld. Da gehen wir jetzt mal rein.
Das ist bei uns ja immer der Mix, der unser Leben so schön und interessant macht, zumindest für uns. Und nachdem wir jetzt erst eine Woche im Sand gebuddelt haben, im Nirgendwo, und dann eine Woche in der Sahara gestrandet sind und mit unseren Jungs Tajin gegessen haben, was auch wunderschön war, ist jetzt doch wieder ein bisschen Zeit für ein kleines Retreat. Und nachdem wir Sushi essen waren und jetzt in einem schönen Campingplatz mit Pool stehen, haben wir schon so ein paar Locations gespottet für übernächste Woche, wenn unsere Familie zu Besuch kommt. Ja, und hier sind wir auch in der schönen Rooftop-Bar und es gibt ein paar Leckereien und wir genießen diese andere Art von Marokko doch auch sehr. Nach dem leckeren Frühstück gehen wir jetzt ein bisschen über den Markt. Es ist doch ziemlich warm, aber hier ist alles so ein bisschen überdacht und es geht eigentlich ganz gut. Und da ja die Woche drauf unsere Kinder kommen, wollen wir mal ein bisschen schauen, was wir so alles machen werden. Mehreren Tagen in Marrakesch verlassen wir unseren Campingplatz, um Richtung Küste zu fahren. Tagen auf dem Campingplatz bei Marrakesch haben wir den heute verlassen und sind jetzt auf dem Weg Richtung Küste. Ja, nach Wüste und Marrakesch gelüstet es uns doch jetzt sehr nach Meer. Wir sind ja jetzt doch schon die dritte Woche in Marokko und haben das Meer nur einmal kurz gesehen, als wir angekommen sind. Und das muss sich jetzt ändern und deswegen fahren wir jetzt an die Küste. Und wollen erstmal, heute ist ein bisschen bedeckt, aber morgen soll es wieder richtig schön werden, 28 Grad mit Sonne. Und wir haben eingekauft und wollen jetzt mal 2-3 Tage einfach am Meer entspannt stehen, das Meer genießen, grillen, uns in die Sonne legen. Ja, bevor wir dann nochmal nach Essaouira reinfahren. Wir haben ja nur eine Woche, bis die Kinder kommen und wir wieder in Marrakesch sein müssen. So, und ich zeige euch jetzt mal noch, wie die Straße hier aussieht. Ja, ein bisschen viel Verkehr, aber die geht jetzt durch bis an die Küste und wir haben noch ca. 200 Kilometer, also so 2,5-3 Stunden, wenn wir nicht zwischendurch irgendwo einen leckeren Grill finden. Hinkriegen.
immer was los bei uns. Eigentlich wollten wir nur am Straßenrand ranfahren, weil wir da haben da ein schönes Grillrestaurant gesehen, ja, und schöne Grillspieße gegrillt haben. Und ich fahre am Straßenrand ran und genau auf diesen 5 Metern muss ich mir ein riesen Metallteil in den Reifen reinfahren. Und das Metallteil war innen auch noch hohl. Das heißt, so ein Oscher, wirklich. Der war so lang und so dick. Also. Und innerhalb von 30 Sekunden war der Reifen leer. Ja, was haben wir dann gemacht, Martina, als erstes? Wir haben jetzt noch was gegessen. Weil ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Erst unsere totale Panne, unser Totalausfall, dann zwischendurch hier mein Handy, aber rechtzeitig, als es wieder repariert war, direkt hinterher die Reifenpanne, die ich dann toll für euch aufnehmen konnte, uns hat es gereicht. Wir haben gesagt, alles egal. Jetzt essen wir erst was. Jetzt essen wir erst mal was. Und solange wir gegessen haben, haben die von der Tankstelle dann direkt den Reifenmann angerufen, der ein paar hundert Meter weiter... Der war nur 100 oder 200 Meter weiter. Der ist dann gekommen. Wir haben den Reifen runter, auf den Jeep aufgeladen, sind zu ihm hingefahren. Dort mussten wir ihn aufmachen. Also das ist ja eine Bedlock-Felge. Wir mussten die Bedlock-Felge aufschrauben, haben dann von innen das Ganze ja wieder verklebt und vulkanisiert. Bedlockfelgen wieder drauf, mit dem Fahrzeug wieder zurückfahren, drauf montiert und ich würde mal sagen, Stunde maximal. Maximal anderthalb und sagen wir mal so, ich habe wieder die Hubstützen, wirklich, ich liebe die Hubstützen und niemand braucht mir sagen, dass man die nicht braucht. Wir waren in anderthalb Stunden mit allem fertig, ohne uns großartig die Hände schmutzig zu machen. Und ohne Hubstützen würde die Sache schon anders ausschauen. Ja, das ist so easy. Mit den Hubstützen hochfahren, Reifen runter, flicken, Reifen drauf, aus die Maus. So, jetzt ist allerdings schon 5. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, weil wir eigentlich in Essaouira oder bei Essaouira außerhalb wild am Strand übernachten wollen. Ich möchte heute Nacht am Meer schlafen. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil unser Navi sagt, dass wir um 7 da sind und um 18.50 Uhr ist Sonnenuntergang. Und im Dunkeln wollen wir nicht fahren, geschweige denn einen Platz suchen. Aber wenn wir ein bisschen Gas geben und gut durchkommen, könnte es gerade noch reichen. Ja, wir haben jetzt noch 160 Kilometer. 19.10 Uhr sollen wir ankommen, 18.54 Uhr ist Sonnenuntergang. Das wird eng. Wir halten uns ran. Und vor uns geht es auch nicht ganz so schnell. Ich blende mal um. Ja, da ist ja ziemlich viel los. Und schnell nicht, aber abenteuerlich. Den LKW kann ich auch nicht überholen. Somit fahren wir in aller Ruhe hinter diesen LKW Richtung Essaouira. Thank you.
und guten Morgen oder Mittag schon fast aus Essaouira. Wir waren heute schon fleißig, nachdem wir gestern unsere Reifenpanne hatten und der junge Mann uns das auch echt gut repariert hat, sind wir dann bei Essaouira wild gestanden heute Nacht. Und als wir dann gestern Abend mit dem Hund raus sind, haben wir festgestellt, dass es so ein bisschen pfeift, also dass es nicht 100% in Ordnung ist. Es könnte auch daran liegen, auf dem Asphalt funktioniert es, aber wenn wir dann Offroad fahren, wir sind gestern so 3, 4, 5 Kilometer über Offroad-Piste und Steine gefahren, was schon eine Belastung war, dass das dann einfach zu viel ist für die Reifen, für dieses Loch. Ja, dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Wollen wir mit diesem Reifen dann so weiterfahren? Wollen wir eigentlich nicht. Und dann sind wir nach Essaouira reingefahren zu einem Reifenhändler und der hat uns zuversichtlich versichert, dass er die nächsten 2, 3 Tage diesen Reifen besorgen kann. Den gibt's wohl in Marokko. Und wir können ja fahren. Wir müssen auch das Ersatzrad, das wir auf dem Dach haben, ja nicht runterholen. Wir können fahren, aber wir möchten eben so nicht weiterfahren Richtung Mauretanien. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bestellen den Reifen und gehen hier in Essaouira auf den Esprit Nature Campingplatz. Da waren wir schon 2-mal. Und der ist wunderschön. Das ist wie ein Paradies. Hier gibt es auch einen Pool. Und wir können nur noch ein bisschen Wäsche waschen. Und das machen wir jetzt. Nach Essaouira rein sind so 10, 15 Kilometer. Mit dem Quad gar kein Problem. Ja, und dann werden wir jetzt hier unseren Reifen abwarten. Es gibt schlimmere Warteorte. Hallo und herzlich willkommen bei uns in Essaouira. Wir waren heute Morgen, nachdem wir eine schöne Nacht hatten, beim Reifenhändler unseres Vertrauens in Essaouira. Und er hat uns versichert, dass er uns den Reifen besorgen kann. Wir haben dann den Reifen auch nicht flicken lassen, weil wir uns für neuen entschieden haben. Einfach aus dem Grund, da wir jetzt doch nach Afrika runterfahren wollen. Und dann einfach jetzt nicht jetzt schon ein Reparaturteil haben möchten. Der Reifen ist recht teuer. Der kostet tatsächlich hier genauso wie zu Hause 1500 Euro. Das wussten wir, aber das Problem ist, die wollen jetzt nur 2 Reifen verkaufen. Wir brauchen aber keine 2 Reifen, wir brauchen nur einen Reifen. Ja, das müssen wir jetzt ausdiskutieren. Er hat dann gemeint, er guckt, ob er woanders einen Reifen findet, wo es dann eben nur einen gibt. Wenn wir jetzt mal schauen, ich denke, wir werden uns einig werden. Davon gehe ich jetzt mal aus. Wir haben heute Nachmittag den Tag hier am Pool verbracht. Das war auch recht schön. Hier ist wirklich nett mit dem Pool. Moment. Der Elvis. New Year's Eve 24 mit Elvis. Na, jetzt schauen wir doch mal, ob der auch Elvis singen kann, weil ich liebe ja Elvis. Oh, habe ich gerade gesehen. Also, wir sind jetzt hier in Essaouira dann auf dem Campingplatz gefahren mit unserem noch fahrbaren, aber halb platten Reifen. Und hier haben wir es uns gemütlich gemacht, haben den Nachmittag am Pool verbracht. Ja, und grillen jetzt leckeren Fisch. Der ist gleich fertig. Und was soll ich euch sagen? Hier ist immer was los. Im letzten Video die kaputte Antriebswelle, diesmal der defekte Reifen. Und wenn ihr wissen wollt, was im nächsten Video passiert, dann bleibt dabei. Fahrt mit uns mit durch Marokko, bald wieder Richtung Marrakesch und dann immer weiter gen Süden nach Südafrika.